Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite Vertice DLC Episode 1. Und in der letzten Folge haben wir uns weiter eigentlich hier durchgekämpft. Es ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber wir haben uns immer mit weiteren Splicern angelegt, haben eine tolle Tommy bekommen. Endlich mal wieder eine schöne Waffe aus dem Bioshock-Universum. Oh, sie sieht zu goldig aus. Und man kann sie dann immer noch nicht verändern, also da gefällt mir der erste Bioshock-Teil immer noch besser. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg, um uns das Frosty Spicy zu holen, das wir brauchen, um weiterzukommen. Das ist unser erster Auftrag, was wir hier machen müssen. Denn Winter is coming, it wintert doch sehr, obwohl dieses Jahr nicht so viel mit Schnee war. Die Lustschleuse öffnen. Lustgrotte. Ja, genau, da steht es nochmal. Finde das Federsche Frostblasmid. Das ist unser erster Auftrag und dann geht es weiter, weil wir die Kinder finden müssen. Das ist nämlich was Schlimmes passiert. Kinder verschwinden und ein Künstler hat uns gesagt, dass wir eigentlich hier die Antwort finden. Und hier ist eigentlich... Genau, hier auf die Seite müssen wir mit den Frostblasi. Bisschen nach Weihnachten aus hier. Und das ist nämlich genau die Zeit, in der Rapture untergeht. Da müssen wir hin. Short-circuited. Probably be able to pop it open with it. A jolt of shock jockey? You familiar with shock jockey? More than you could know. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Das ist nämlich genau das. Ich glaube nicht, ich spiele mit einer Erinnerung aus Columbia, weil da haben wir auch mit Jock Joy gespielt. Und daran erinnert sich auch mit den ganzen Schlösserknacken und so. Das ist das, was sie die ganze Zeit so andeutet. Deswegen, ich hoffe, das wird noch geklärt, weil es, der DLC soll zeigen, dass die beiden, die Verbindung zwischen Columbia und Rapture. Ich kann es mir zwar schon denken, aber mal Rapture, nicht Rapture. Rapture, oh Gott, was laber ich da? Genau, also müssen wir jetzt Jock Joy finden. Also das aufmachen müssen. Da ist wieder die ganze Suche nach den nach den Plasmiden, genau so war das. So. Ich saufen. Ich wollte eigentlich nur Geld haben. Genau. Genau, also wie gesagt, das ist der letzte Tag vor dem Untergang von Rapture. Das, was wir auch noch erleben werden. Das ist mir eigentlich auch aus dem. Das ist schon ein bisschen gruselig. Was mir eigentlich aus dem zweiten Teil von Bioshock erwartet habe, weil da hieß es ja, man erlebt so den Untergang oder man erfährt ein bisschen mehr zum Untergang von Rapture, aber da war ja nicht so viel los, leider. Mal schauen, was wir dann hier erleben werden. Damenbekleidung. Das ist ein riesen Kaufhaus, muss man sagen. Komm ich doch nicht hin, also ich muss doch hier sein. Hier gibt's nicht. Ich lauf mal zuerst hier rein. Das ist aber ein bisschen schwach. Vor allem, weil sie mich nicht so wirklich begegnen. Was ist mit den Schleichen? Lohnt sich irgendwie nicht so wirklich. Bei den letzten drei. Ich hatte in Bioshock gefunden, im Hauptschiff hatte ich da deutlich mehr, da ich echt eine Sammlung angelegt. Obwohl ich jedes Schloss geknackt habe. Wing aufheben. I have a wing on meiner, ja, Schmuck. Sandwich. Anhören. I keep dropping audio diaries in the pneumo tubes, like a message in a goddamn bottle. Hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm hole up in the shoe storeroom. The code's 0928. 0928, ihr habt's gehört. Wartet kurz. Wir sind jetzt wohin gekommen? Wir haben doch da ein Schloss gehabt. Wie hat man denn das eigentlich knacken können? Wir hatten am Anfang nämlich ein Schloss, was wir nicht knacken konnten. Das war in der Nähe der dieses Diners. In der ersten Folge oder zweiten Folge. Da sind wir gar nicht hingekommen. Oder wir kommen da nicht mehr zurück. Ach du Scheiße. Aber wir haben jetzt nämlich einen Code bekommen. Mal schauen, ob wir den gebrauchen könnten. Hier irgendwo in dem Gebiet. Und es ist der 31. Dezember 1958. Der letzte Tag vor der Revolution, wo Rapture untergeht. Der große Stress. Jetzt mal Gesundheit. Ah! Oh, kommst denn du her, Dame?
denn die her? Wo kamen die plötzlich her? Standen die hier rum und sich versteckt? Boah, wie fies. Das erinnert mich an ein interessiertes Spiel, wo man auch in einem Kaufhaus ist und dann sich da Leute Schaufensterpuppen verstecken und plötzlich wieder zu Leben erwecken. Genauso gruselig. Aber ich hab's nicht genau gesehen, deswegen verlasse ich mich da lieber nicht drauf. So. Hä, waren wir nicht gerade hier da durchgekommen? Die haben das nicht. Die haben das zugesperrt, die Arschlöcher. Wegen dem verlieren wir die ganzen Dings, Lockpicks. Aber ich glaube, wir hätten so oder so einen gefunden, dass wir da hätten durchkommen können. Ach komm. Noch jemand? Die Dame ist auch noch im Leben. Hallihallo. Oh, die Steuerung ist manchmal kacke. Ich glaube, die Steuerung ist mit Gamepad ein bisschen besser. Aber ich spiele so ungern Shooter mit Gamepad. Weil da die Steuerung ein bisschen blöder ist. So, genau. Wenn sie. Der hätte man hochgekonnt. Wenn sie uns ja schon gelockt haben, dann laufen wir auf dem Weg hier lang. Hier wieder ein Lockpick. Geld. Ich hab's bis jetzt nicht ausgeben können. Stimmt ja, wir haben die. Wir kriegen. Plasmide wieder, Eve wieder, wenn wir was einsetzen. Wenn wir Plasmide zum Kampf einsetzen, damit erfolgreich sind. Genau. Ist denn auch noch jemand gewesen, oder? Da drinne. Kann mich die Spieler drum kümmern. Erstmal gucke ich mich noch ein bisschen hier um. Liebe Freunde des großen Umguckens. Genau, das war's schon. Ah, gut. Gefällt mir. Wenn es so viele tausend Sachen gibt, was man so. Hallo. Boss, du schwach. Bin ich überrascht. Das KI scheint nicht die beste zu sein. Nicht die klügste. Oh, süßen Leuchtefisch. Genau. Haushaltwaren, genau da müssen wir hin. Das ist der erste Weg. Ich glaube, wir kommen in der ersten Episode gar nicht hin, weil die erste Episode soll bis 3 Stunden lang sein. Also erwarten wir uns mal nicht so viel große Wege, die wir da gehen können. Es wird in der zweiten Episode, glaube ich, dorthin gehen und dann der Endkampf stattfinden und dann das große Erwachen. Große Sachen werden wir da erfahren. So, von da sind wir gekommen. Mehr gab's nicht, also gehen wir jetzt hier. Steht hier irgendwas? Warte, den Code, den müssen wir uns jetzt. Den hat er nämlich gesagt. Den hat er denn gesagt? Darmbekleidung hier. Der Code? Wie scrollt man denn da durch? Ach, Bild auf und ab. 0928. Also 0. Ups. Mit F. Entschuldigung. Ich kann es echt. Nee, falsch drauf. 0928. Haha. Hallihallo, Halli. What you doing here? Why? What? I don't understand. Ich brenne die Bude ab. Ich fackel die Bude ab. Was haben wir hier? Reduziert die Nachladegeschwindigkeit von Waffen um 30%. Vergleich.
Töten eines Feindes, was ist denn besser? Brauche ich eher Plasmid oder eher schnelles Nachladen? Ich brauche eher Plasmid. Das Nachladen ist nicht unbedingt das Beste. Hier gibt's nicht mehr. Eigentlich müsste es hier das Dings geben, weil, oder ein weiteres Gebiet habe ich hier gar nicht gesehen. Wo wir jetzt noch weiterhin könnten. Naja, dann lasst uns mal trotzdem hier umgucken, wieso. Und anhören. Heartless. That's what this town is. All my audio diaries begging for rescue came back on red. Marked return to sender, insufficient postage. Also hier ist schon mal nichts drin gewesen. Oder was das wir sehen? Eigentlich nicht. Wir müssen nämlich Rapture Ice besuchen. Das Problem ist aber, wir brauchen dieses Elektro-Vault. Wo soll man denn das denn finden? Wo denn? Hier war irgendwas mit Haken, oder? Zumindest sagt er hier hinten ständig was mit Haken. Hier so. Ja, das auch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Mr. DeWitt, Splicers. Ja, klar. I don't like that one. Dir noch irgendwelche Wünsche? You should be ashamed. Noch jemand? Wunschlos. Ja, so, jetzt haben wir ein Problem, weil wir waren doch jetzt hier in der Darmabteilung. Aber gewisserweise nichts gefunden. Oder war ich blind? Ist das vergessen? Was verpasst? Ich guck mich mal nochmal um. Also hier oben waren wir. Wir waren in der Darmabteilung drin. Da oben. Hier hinten gab's nichts. Gab's nichts zu tun? Das ist leer. Da waren wir drin, ne? Oder ist das falsch? Also wir brauchen jetzt das Elektro. Ach, hier kommen wir auch noch lang. Stimmt. Habe ich gar nicht gesehen, verzeiht. Er spielt hier mit Klavier. Das wird auch eine gruselige Sache sein. Ja. Dann da hoch. Wie wir es kennen. So, was bietest du an? Nee, Munition brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch nicht. So, alle zufrieden, alle glücklich. Da gibt's das Frosty-Teil. Okay. Bomben und sonst so Titel, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Haben vor allem sehr viel Scheiß gefunden. Ich glaube, ich kaufe doch ein bisschen Munition. Oder habe. Warte, was habe ich eigentlich so für. Na komm, Splicer-Fähigkeiten. Ich habe eigentlich alle. Aber ich mag das. Wie war das nochmal? War das. Ich habe nur die beiden. Stimmt. Dann ist ja eh wurscht.
Das kann ich mir ruhig leisten. Ich hab genug Geld. Und das andere mag ich nicht. Deswegen, solange ich nicht genug, nicht noch mehr Platzmiete habe, lohnt sich's eigentlich gar nicht. Die wollte unbedingt, dass wir von hier unten runterspringen. Gut, aber wir gehen erstmal hier rein. Ziemlich Chokchoy brauchen wir nämlich auch, um da hinten. Looks like the plasma department is back that way. I'm sure we'd find something useful there. Yep, da wird man nämlich unbedingt hin. Brauchen nämlich das Chokchoy. Got a lock, needs picking. I can do that. Mach doch den Spaß. Entschuldigung. Ready. So, bevor wir hingehen in die Plasmidabteilung, bis dann, also bevor die Folge, bis dann. Ja, ja.